Hey Leute, was geht denn? Hier. So, lange ist her, endlich habe ich mich mal durchgerungen. Vielen Dank an die jetzt schon über 4000 Abonnenten, die wir haben. Und deswegen hatte ich mir mal gedacht, ich mache mir jetzt wieder der traditionsgemäß ein Intro von vorne bis Ende. Deswegen kann es wieder etwas dauern. Musste mich etwas motivieren, um ehrlich zu sein, um was zu machen. Aber ich hoffe, euch gefällt es. Das, was ihr gerade gesehen habt, das machen wir jetzt. So, als erstes machen wir uns also im After Effects. Ihr braucht überwiegend After Effects. Wir machen ein paar Sachen in Cinema 4D. Aber diesmal drehen wir es ein bisschen um. Und wir benutzen After Effects. Deshalb gehen wir hier erstmal Komposition. Erstellen eine neue Komposition. Ist egal, welches Format ihr wählt. Ich nehme es halt ganz normal immer 1080p. Okay. Dann zeige ich euch zwei Wege. Also, ich mache das Ganze ja beruflich, verdiene auch mein Geld mit. Deswegen habe ich einige Plugins, die ihr für viel teuer kaufen könnt. Und deshalb zeige ich euch zwei Wege, weil ich will das heute machen ohne Plugins, sodass es jeder von euch machen kann. Auch die 13-jährigen Let's Player unter euch. Und deshalb gehen wir mal ganz kurz auf Effekte. Ich zeige euch nur ganz kurz. Entschuldigung, erstmal eine neue Ebene erstellen. Das heißt mit Rechtsklick, neu, Farbfläche, alles beibehalten, okay. Und dann geht ihr mal ganz kurz auf Effekte, dann auf Video Copilot, Optik Flares. Sage ich nur ganz kurz, wie ihr das noch etwas cooler gestalten könnt. Wenn ihr Optik Flares habt, dann auf Optionen und macht mal Clear All, weil wir brauchen eigentlich nur ein kleines Ding. Dann müsst ihr hier mal ein bisschen rumspielen. Was ihr machen müsst, ist eine kleine Kugel zu haben. Also ein bisschen skalieren und nicht so intensiv haben. Das ist, was ihr braucht. Und das ist letztendlich, damit kriegt ihr es halt gut hin, wenn ihr halt auch Optik Flares benutzt. Ich benutze es wie gesagt nicht, deswegen machen wir es mal zu. Aber das System ist genau dasselbe. Deswegen löschen wir es mal und machen ohne Flares. Ich gehe jetzt hier mal, habe ich ganz viele Flares bei mir, aber mal gedownloadet, könnt ihr googeln nach irgendwie flares.png. Und wonach wir suchen, ist wie gerade schon bei im Plugin Optik Flares gezeigt, suchen wir nach Punkten. Also sowas hier. Wenn ihr jetzt irgendwelche anderen habt, beispielsweise sowas hier, ist nicht optimal. Müsst ihr gucken, wie ihr wollt. Ist letztendlich wirklich nur ein Rumspielen, was euch am besten gefällt. Geschmackssache. Ich mag es persönlich nicht. Deshalb nehmen wir so einen Punkt hier. Am besten nehmen wir was Blaues. Nehmen wir mal sowas hier. Ziehen wir das in den Projektordner rein. Da haben wir es. Ziehen wir das kurz rein. Und ziehen wir das hier rein. Dann ziehen wir es noch auf die passende Größe. Zip. Und jetzt nehmen wir einen Effekt. Gehen wir hier auf den Reiter Effekte und Vorgaben. Ihr könnt es auch alle unter den Reiter hier oben Effekte machen, aber hier in der Seite geht es schneller, dann müsst ihr nur einen Namen eingeben. Deswegen gebt ihr mal Turbulenz ein und Turbulenz verzerren. Und ziehen wir das hier auf die Ebene. So, jetzt haben wir sowas hier. Wie ihr sehen könnt, wenn wir jetzt ein bisschen damit rumspielen, dann verzieht sich das hier. Und das wollen wir letztendlich haben, um diese Wolken zu haben. Deshalb, boah, verziehen wir das mal. Ziemlich weit. Auch Komplexität. So dass wir halt diese, ja, was uns halt gefällt, ein bisschen haben. So, dann machen wir ganz viele davon. Jetzt können wir die kopieren und dann nochmal die Werte verändern. Ich nehme jetzt hier einen anderen Flair und zwar nehmen wir mal den hier. Wieder Projektordner gehen.
Es sollte halt sein, von den Farben her ist es egal, es sollte nur, denke ich mal, ein bisschen einheitlich wirken, weil ansonsten, ja, es ist halt farblich bedingt, sieht es irgendwie komisch aus. Dann machen wir dasselbe wieder auf den ganzen Ebenen und vorziehen das wieder. Machen wir mal ein bisschen. Okay, schauen wir mal. Dann werden wir noch mal einen Orangenen machen. Hier ist jetzt Orangenen. Ich denke, das sieht auch ganz cool aus. Machen wir den noch mal rein. Ziehen wir mal hier hin, wird ja. Machen wir hier in die Mitte doch, okay. Und benutzen wieder Verzerrung und spielen wieder mit rum. Ja, könnt, ja, können wir mal gucken. Können wir mit der Evolution noch ein bisschen rumspielen. Je nachdem, das, dann dreht sich das. Mal runter die Stärke. Na? Komplexität auf 10. Und dann hatten wir noch das andere. Ich glaube, da, das da. Noch hier noch was. Und ist ja wohl so klein zum Verschieben. Klein zum. Okay, das sieht doch nicht schlecht aus. Dann kopieren wir das mal. D, also. Ja. Und zwar mit STRG D und ziehen das mal hier auf der anderen Seite und dann werden wir das Ganze mal ein bisschen verschieben. Also jetzt irgendwas mal ändern. Wenn ihr halt jetzt einheitliche Flares habt, die auch wirklich besser dann zu passen, wie beispielsweise bei Optik Flares, könnt ihr das halt so machen wie so Wolken. Jetzt ist es eher so ein bisschen Muster. Aber das kriegen wir noch besser hin, weil momentan sieht es halt nicht so dolle aus. So, dann würde ich mal sagen, ja, hier an der Seite noch was. Gucken wir mal, vielleicht finden wir einen anderen Flare noch. Und zwar. Ja, nehmen wir den mal. Ja. Und zack, kommt er da. Dann, obwohl der könnte zu hell sein. Schauen wir mal. Und verschieben. Ne, Komplexität. Ja. Ja. Man sieht halt die Enden, das ist nicht so gut. Nehmen wir mal einen anderen. Was haben wir noch? Der jetzt nicht so groß ist, weil da sieht man ja wirklich, okay, das ist schon, geht immer dran hinaus. Nehmen wir mal. Ja, okay, nehmen wir mal so ein Längelchen für die Mitte. Na, ich vergesse immer. Und. Und dann nehmen wir noch mal den dicken. Ach, den hatten wir eigentlich schon reingeladen. Na, egal. Und
versetzen. Und langziehen. In der Größe, okay, cool. Ja, gucken wir mal, Intensität. Okay. Ja, alles klar. Okay, ich denke, das ist okay. Ansonsten können wir das ja nachher noch verändern alles. Dann war noch ein ganz kleiner, das mittlere Ding, ne, was so blitzartig ist. Ups. Ja, na, 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 was ist da? Na, okay. Ich glaube, das passt nicht. Schauen wir mal. Ja. Nicht so der Burner. Nee. Egal. Dann machen wir es so erstmal. So, als nächstes einmal benutzen wir Leuchten. Dann gehen wir nochmal rein. In die Vorgaben. Und geben Leuchten ein. Damit das auch ein bisschen alles schimmert. Und gehen zum Beispiel als erste. Das ist, wenn ihr das Auge hier drauf drückt, dann seht ihr, dann schaltet ihr eben aus. Somit erkenne ich immer ganz gut, welche ich dann genommen habe, welche ich angewählt habe. Das ist dieser große Bereich hier. Das ist ganz cool. Ich denke mal, den drehen wir ganz gut auf. Und zwar Schaltwerte und Radius. Hier bei der Qualität bin ich auf Viertel, ich gehe mal auf Voll, damit habe ich dann die gute Qualität, wie es aussieht. Und ich denke, ich gehe bei den Originalfarben auf A und B und verschiebe die Farben auf so leicht orange und Farbe B ist dann ganz orange. Ich denke, okay, gehen wir noch ein bisschen runter. Radio stellen wir mal runter. Schallwerte ein bisschen höher. Ja, okay, nee. Ach, gar nicht so einfach. So, ich denke, es ist okay. Ja, das ist gut. Dann der nächste ist der Länge hier. Gehen wir nochmal auf Leuchten. Und dasselbe Spielchen wie gerade auf Originalfarben A und B. Leichtes Orange. Und hier nehmen wir dann ein fettes Orange. So, jetzt machen wir wieder Schallwerte ein bisschen. Okay. Okay, ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das Weiße lassen wir so. Ja, das ist auch gut. Wo haben wir das? Ja, das suchen wir jetzt. Ich glaube, das war das, ja. Dort machen wir dasselbe Leuchten und na, Originalfarben. Und Originalfarbe in der A und B und Orange. Und also ihr könnt auch irgendeine andere Farbe nehmen, wenn ihr wollt. Ich finde es nur praktisch Orange, sieht ganz gut aus, so wie die Sonne halt so ein bisschen. Und dann verändert ihr wieder die Schallwerte so ein bisschen. Und Radius. Ja, ich denke, das sieht doch okay aus. Dann machen wir noch eine Vignette drumherum. Deswegen gehen wir rechte Maustaste, neue Farbfläche. Cornels Vignette. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es geschrieben wird. Ich weiß, dass es anders geschrieben wird, aber egal. Und gehen dann hierauf auf dieses schwarz und weiß Symbol, damit macht es ein bisschen als Einstellungsebene.
also damit die Effekte direkt auf das ganze Bild angewendet wird. Und dann gehen wir hier auf das Symbol und wird angezeigt, dass man Q drücken sollte, um das zu verändern. Es wäre, drücken wir mal einmal Q, zweimal Q, dreimal Q. Dann haben wir so ein Oval. Zoomen wir mal ganz kurz raus. Und dann ziehen wir hier so einen Kreis. Ja, ich denke noch ein bisschen kleiner. Und zwar okay, ja. So ist ganz gut. Ja. Muss ja nicht perfekt sein. Obwohl, einen Versuch haben wir noch. Ja. Na. Ich will das nicht so an den Seiten so eng haben. Ja, so ist, denke ich, gut. Naja, brauchen wir nicht. So, dann machen wir die Maske. Sollte eigentlich schwarz sein. Achso, ne, ist ja nicht schwarz, weil können wir mal jetzt schalten wir nochmal die Ebene aus. Ich denke, das ist, ja, nehmen wir es so lieber. Dann beschwert sich das halt mit schwarz. Dann gehen wir hier auf Umkehren. Obwohl, gucken wir mal, umkehren. Kehren wir es mal um. Somit sind die Enden die Seiten schwarz und nicht Mitte. Und dann gehen wir mal, also mit der Maske, drücken mal drauf, öffnen die Maske und drücken mal auf, also Weichzeichen und stellen es ganz hoch. So wie ihr lustig seid. Ja. Okay, und so lassen wir es erstmal. Ich denke, das ist okay so. So, dann als nächster Schritt machen wir wieder Rechtmaustaste, neu, Einstellungsebene. Und gehen hier bei Effekten vorgeben auf Kurven. Und ziehen die Kurven hier rauf. Und dann spielen wir ein bisschen mit den Werten rum. Ich denke, ja. Die Seiten machen wir vielleicht ein bisschen schwärzer, aber nur einen ganz kleinen Tick. Dann in der Mitte, weil es jetzt, obwohl es jetzt der dunkel, lassen wir das lieber. Dann in der Mitte ist ein bisschen zu dunkel. Deswegen machen wir das ein bisschen heller. Und ansonsten gucken wir mal, wie es am besten ist. Ich denke, lassen wir das mal so. Ich muss gestehen, in meinen ganzen Test, die ich jetzt gemacht habe, hatte ich das immer ein bisschen besser hinbekommen. Aber gut, ihr könnt ja einfach mal rumspielen mit den Werten. Das ist, wie gesagt, einfach nur alles Geschmackssache. Aber das System ist halt so, wie ich es mache. Ich denke, so ist es okay. Eventuell machen wir von der Leuchtkraft noch ein bisschen höher. So, dann gehen wir hier mal in den anderen Bereichen. Blau machen wir mal. Dann machen wir blau mal ein bisschen bläulicher alles. Die Seiten blau raus. Und hier, na? Ich denke, dass das mal dann so. Gehen wir in grün, ja gut, ja doch, grün haben wir, ein bisschen. Machen wir ein bisschen grün raus, damit das ein bisschen, ja, obwohl. Nur ein bisschen, nur ein Stück. Dann rot. Okay, rot erhöhen wir mal.
etwas. Ich denke, okay, so ist es gut. Dann gehen wir hier noch mal ein bisschen in die Leuchtkraft rein von den ganzen Flares. Die Intensität ist, denke ich, okay so. Der Radius ist okay so, denke ich. Nur die Intensität, denke ich, ein bisschen erhöhen. Von dem mittleren. Ja, dann zweite war außen. Okay, gucken wir mal, wie das aussieht. Die Intensität erhöhen. Okay. Ja. Schaltwert. Okay, ja. Also Schallwert etwas runter und Schwellenwert ein bisschen runter. Dann in den anderen, da haben wir keinen. Dann haben wir auch keinen. Haben wir auch keinen. Und haben wir auch keinen. Vielleicht sollten wir doch in den weißen Leuchten reinmachen. Also erstmal in das. Ja, da das Leuchten. Frage ist nur, wo haben wir das? Ne, nicht hier. Und da haben wir es. Suchen wir hier in den Seiten nochmal Leuchten. Leuchten. Oh je, ich sehe schon, wir haben schon über 20 Minuten. Na gut. Und wir brauchen noch ein bisschen. Okay, Intensität. Okay. Ja, alles gut. Gucken wir in der Mitte, das gefällt mir nicht so. Na, wo haben wir es? Da. Gucken wir mal Leuchten, vielleicht kriegen wir es behoben. Nee, ist nicht so prickelnd. Farben. Gehen wir mal hell, andere ist dunkel und aufdrehen. Ja, bleibt halt gelb, also wird halt nur ein bisschen orange, aber mehr halt nicht. Ja, aber okay, lassen wir es so. Ich denke, so ist okay. So, alles klar. Dann animieren wir das ganz kurz. Und zwar, wir können ja hier mit den Werten rumspielen von den Turbulenzen. Deshalb machen wir das mal. Das heißt, wir öffnen alle. 1, 2, 3, 4. 5, 6, öffnen Defekte und dann Turbulenz, Verzerrung, Turbulenz, Verzerrung, wieder die Verzerrung, wieder die Verzerrung und letzte Mal Effekte, So, als nächstes gehen wir hier am Anfang des Videos, setzen einen Keyframe bei Stärke und einen Keyframe bei Komplexität. Das machen wir bei allen. Komplexität, Stärke, Komplexität, Stärke und hier auch nochmal. Komplexität und Stärke, Komplexität und Stärke, Komplexität, genau, haben wir es. So, dann gehen wir ja am Ende, so lange wie das Video sein soll. Sage jetzt einfach mal, gehen wir hier mal zum Ende, 20 Sekunden, auch wenn das Intro nicht 20 Sekunden sein wird, gehen wir trotzdem mal. Und dann verschieben wir die Werte alle. Ah, Quatsch.
Na? Warum verändert sich jetzt die Leuchtkraft? Achso. Nee. Genau. Und wie ihr sehen könnt, wenn wir das hier verschieben, das bewegt sich und dementsprechend auch die Leuchtkraft, weil die ja Auswirkungen drauf hat. Deshalb machen wir mal hier. Dann Komplexität. Machen wir mal ja ein bisschen runter. Dann bei dem nächsten. Je nachdem, wie euch das ein bisschen so gefallen würde. Nee, ich denke, es ist okay von der Größe. Komplexität. Ja, okay, Komplexität. Ja, okay, vielleicht ein bisschen. 7. Dann hier ist ganz gut, weil die verläuft dann so da lang, die Komplexität, die Stärke. Vielleicht machen wir es ein bisschen weiter runter. Dann hier noch. Ja, das ist gut. Komplexität auch. Bei denen hier jetzt 400, ich denke mal, okay. Ja, 900, ja, könnte ein bisschen schnell sein. Ich denke auf 700. Und nur ein bisschen, nicht so stark. Und dann beim letzten gehen wir ein bisschen runter. Welches war das? Ah ja, hier. Okay. Ja, ein bisschen runter. Und vielleicht auch ein bisschen so. Jetzt gucken wir mal, wie es ist. Gehen wir mal lang und sehen, okay, ist halt, tut sich was. Können wir das mal ganz kurz rendern lassen, indem ihr einfach auf das Abspielen geht. Okay, oder auch nicht. Eventuell, da ich gerade aufnehme. Mal schauen. Ah ja, jetzt geht's. Okay. Lassen wir das mal kurz ein bisschen durchlaufen. Ich mache mal ganz kurz Stopp. So, okay. Ich denke, das reicht erstmal zum Testen. Gehen wir mal zum Anfang wieder. Wenn er mir hier nicht abstürzt. Ich hoffe wirklich inständig. Ei, es sieht nicht gut aus. Doch, er ist nicht abgestürzt, super. Gehen wir mal sicherheitshalber mal speichern. Ich hoffe, er lebt noch. Weil momentan tut er nichts. Da, scheiße. So, ich hätte es doch mal dazwischen gespeichert. Es war mir doch verdächtig langsam, der Computer. Verdächtig langsam, deswegen schnell speichern. Gerade, warum auch immer, tut sich da gar nichts. Lassen wir es mal durchlaufen. Ja. Ich will auch nur einen Testrender machen. Eventuell. Gut, schafft das nicht. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt hier mal ganz kurz lang beispielhaft und man sieht, okay, es bewegt sich halt so ein bisschen. Und das ist, was wir haben wollen. Als nächstes machen wir den Text. Gehen wir dazu in Cinema 4D rein und machen einen neuen Text auf MoGraph. Text. Schnarch. So, da haben wir einen Text. Boah, warum ist denn das so langsam, ey? Geht ja mal gar nicht.
eventuell, weil ich gerade aufnehme. Jetzt. Schreiben wir mal rein den ersten Satz. I designisch. Dann ziehen wir den mal so zurecht, wie wir den haben wollen. Auch mit der Ansicht hier. So, dass es von vorne ist. Machen dann einen anderen Font. So, kurz laden. Irgendeinen Font, der halt dazu passen könnte. Ist eigentlich egal welchen. Ich finde jetzt Arial und so diesen ganzen klassischen Kram nicht sonderlich spektakulär. Was eventuell ganz gut ist, aber gucken wir mal, weil ich hätte mir ein paar Fonds auch nur halt erwerben muss. Also für Geld, ich glaube, das ist für euch jetzt nicht so praktisch. Suchen wir mal irgendwelche aus, die kostenlos sind. Wenn er jetzt mal hinne machen würde. Schnell, schnell, schnell. Ach ja, und Pause. So, da hat das doch nach gefühlten 10 Minuten. Und suchen wir uns jetzt irgendeinen netten Font aus. Ich nehme ganz gerne Bang Gothic. Allerdings glaube ich, Bang Gothic, ich glaube, den habe ich mal gekauft. Also, weil ich habe ganz viele, deswegen blicke ich da gar nicht durch, wie ich nicht immer habe. Batman Forever ist auch ganz nett. Könnt ihr euch downloaden, ist kostenlos. Und ansonsten sucht einfach irgendwas Feines aus, was jetzt nicht halt so übertrieben ist, wie jetzt sowas hier. Irgendwas Feines, was er passen könnte. Vielleicht sowas hier. Ja, nee. Gucken wir mal. Vielleicht ist da. Oh, okay. Sehr spannend. Und nichts Langes, weil lang ist irgendwie nicht so praktisch. Nehmen wir mal. Naja, ich denke, das sieht ganz gut aus. Cambria Mass. Ja. Aber vielleicht nicht unbedingt schräg, sondern Standard. Okay, ich denke, es ist gut. So, davon die Tiefe machen wir mal auf 100. Mal gucken, ob es nicht auf 10, sondern auf 100. Okay, es ist schon mal nett. Und dann machen wir Deckflächen. Deckflächen, also auf Deckflächenrundungen. Beide Seiten natürlich, also hinten vorne, machen den Startradius diesmal nicht auf 5, so dass es halt so breit ist, sondern mal auf 1 bei beiden. So hat es eine kleine Rundung. Dann kopieren wir das und ziehen es, also kopieren wir es mit STRGC, STRGV, kopieren wir das und ziehen wir es ein bisschen nach hinten. Jetzt machen wir die hintere Ebene mal auf Radius, ich weiß nicht, 5. Okay, 5, ja. 5 ist gut. Nehmen wir 5. So, jetzt einfach einen ganz kurzen Material machen und Doppelklick drauf. Dann habt ihr diesen Ball hier, aber wenn ihr mein Videos kennt, wisst ihr das ja eh. Öffnen das. Machen hinten, sollte es grau sein. Das heißt, machen wir mal so ein blau-grau Ton. Dann Spiegelung machen wir Fresnel. Und Alpha, nicht Alpha, sondern Relief, sodass es halt so diese Pickel hat. geht ihr auf Noise. Geht aber eine Shade rein und geht von Noise auf. Wollen wir Turbulence? Turbulence da. So dass es nicht so extrem ist. Gehen nochmal auf Relief drauf und drehen es auf 100. Und dann packen wir das hinten drauf. Und ja, obwohl kopieren wir einfach nur das Material, STRGC, STRGV, gehen rein und ändern auch nur die Farbe, die Grundfarbe auf Orange, somit, dass es halt so ein bisschen passt zu unserer After Effects Komposition. Und packen wir das hinten auf. Dann, was auch ganz praktisch ist, weil wenn ihr das jetzt rendert, dann sieht es ein bisschen langweilig aus, weil vorne habt ihr dann
also kein Neues, das ist halt hinten, wie ihr sehen könnt beim Blau, dass wir halt hier auf die Farbe drauf gehen und dann hier auf die Projektion, also wie das projiziert wird, das Material, geht ihr nicht auf UVW, sondern auf Flächen, ne? Ja, Flächen, somit dass es halt vorne die Fotofläche ist. Wenn das Rennen, ups, Quatsch, wenn ihr das Rennen wird, dann seht ihr, habt ihr so ein bisschen, ja, so ein kleines Muster drin. Dann, na, zu schnell, geht ihr nur auf, also die Rennervoreinstellungen, geht auf Ausgabe, macht ihr das so wie eure Komposition auf 1080p. Geht dann auf Speichern, ist wichtig als PNG und ihr müsst Alpha-Kanal aktivieren, weil ansonsten ist der Hintergrund schwarz und das wollen wir nicht. Bei der Datei speichern wir das einfach. Ich hatte mal jetzt mehrere Tests schon gemacht, die überschreibe ich dann einfach mal, wenn er wieder zur Porto kommt und nicht wieder so lange dauert. Jetzt Tutorial, ja, okay, genau, und gehen dann auf das erste Logo. Wir setzen und haben wir soweit alles. Zoom mal noch ein bisschen raus, nur dass wir das perfekt haben. Ja, ich denke, so ist okay. Und rendern war das. Ja, okay, überschreiben. Und schwupps, haben wir das. Dann minimieren wir das, gehen wieder zurück auf After Effects und gehen auf Projekte und dann gehen wir mal auf Rechtsklick, Quatsch, nicht Rechtsklick, sondern Doppelklick, um halt euren Dateipfad zu suchen, wo ihr das gespeichert habt. Doppelklick auf die Komposition, also aufs Bild und zieht das Gute einfach rein. Obwohl, bevor wir es machen, machen wir noch kurz die Ebenen hier zu, damit wir ein bisschen sortiert haben. Ich mag es nämlich doch mal etwas sortierter. Machen wir das Logo mal rein. Logo, jetzt müssen wir schauen, wie ihr es haben wollt, weil okay. Ganz kurz für euch, alle Effekte, die oberhalb sind, die werden halt über die Ebene projiziert. Das heißt, wenn ihr das beispielsweise Logo ganz unten habt, dann sind alle Muster hinten über der Ebene. Das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir es einfach nur hinter der Vignette haben. Und schwupps, haben wir sowas. So, dülö. Jetzt wollen wir das Ding nochmal, also damit es halt von hinten kommt nach vorne. Deswegen machen wir das als 3D-Ebene und aktivieren das hier, sodass es also den Blur-Filter-Anwendung findet. Und gehen bei Logo, machen wir das auf, gehen auf bei Transformation, bei der Position, also da haben wir jetzt, da ist eine 3D-Ebene, das haben wir hier auch die Position. Machen wir mal ganz weit, also das heißt am besten mal so, ich glaube 10.000, 10, 1, 2, 3, ne, machen wir 100.000 vielleicht, also 100, 1, 2, 3, ja, 100.000, super. Und dann machen wir ein Keyframe und dann gehen wir nicht so viel, gehen wir nur in ungefähr eine Sekunde, weil das ist ja 2 Sekunden, deswegen ungefähr würde ich sagen eine Sekunde nach vorne und machen auf 0, so dass wieder vorne ist. Und jetzt sehen wir mal, ob das von der Geschwindigkeit her okay ist. Ja, okay, ist cool. So dass es halt, jetzt machen wir das noch ein bisschen, dass es besser aussieht einfach. Und zwar machen wir, obwohl das machen wir zum Schluss. Als erstes machen wir jetzt noch, was nach der Ebene kommt. Das heißt, hier kommt es dann, dann bleibt es ein paar Frames und dann zersplittert es.
Heißt, wir gehen bei Leuchten, also Quatsch, bei den Effekten, gehen wir auf Pixel Poly. Pixel, also gehen wir ein Pixel und CC Pixel Poly. Gehen auf Logo und das ist weg. Das ist so, weil der Timer müsste ja timen, weil der Timer fängt von 0 an und dann zerspringt es. Und bevor es halt bei uns ist, ist es halt weg. Deshalb gehen wir hier mal ein bisschen vor. Also da, wo wir das zerspringen haben wollen. Ich glaube, das ist okay. Hier, glaube ich. Und gehen einfach mit dem Timer ein bisschen vor. So, dass wir es genau da haben, wo wir haben wollen. Denke, so ist okay. Ah, jetzt. Okay, sehen. Ja, okay. Egal. Machen wir noch ein bisschen so. Und jetzt seht ihr, wenn wir vorgehen, das ist ein bisschen zu lang. Was wollen wir jetzt nicht haben? Also es kommt da an und hier ungefähr will ich, dass es zerspringt. Halb. So. Jo. So, und jetzt haben wir, wenn es kommt, kommt es an. Ups. Na, kommt's an und zerspringt es. Ich zeige euch. Zip und zerspringt. Jetzt habe ich nur hier, seht ihr, das ist ein bisschen blöd, deswegen habe ich gedacht, oh Mist, wenn es zerspringt, seht ihr hier, es reicht nicht ganz, deshalb ist es hier abgeschnitten. Das ist ein bisschen blöd, weil die Position hatte ich eigentlich schon gekeyframed. Deswegen verschieben wir das einfach. Das ist ja kein Problem, theoretisch. Hier. Obwohl. Ja, vielleicht kriegen wir es so hin, wenn es angekommen ist. Dass wir das ein bisschen nach hier schieben. Und dann. Zerspringt es. Ja, und dann ist es okay. Ja, okay, super. Er hat es doch nicht übernommen. Super. Okay, nehmen wir das. So, jetzt haben wir das. Dann zerspringt es hier und ich will ungefähr hier, dass dann schon das Neue ankommt. Heißt, ich mache das mal zu und gehe wieder in Cinema rein und markiere beide Texte, gehe auf Objekt, auf den Reiter Objekt und gebe ein anderes Wort ein, ein anderes sagt. Ganze Mails brauche ich nicht. Sagt, das ziehen wir dann auch noch mal so in die Mitte, sodass es passt. Denke, okay, so ist gut. Gehen dann auf Voreinstellungen, speichern das unter einen anderen Pfad. Ich habe es dann hier. Logo sagt, überschreiben, okay, rendern, überschreiben und fertig. So, dann Projekt, Doppelklick, sagt, Logo sagt, packen wir hier runter. Das packen wir mal hier rein. Ja, okay, aber es ist ein kleines Wort, also es ist egal. Und jetzt will ich, dass es ungefähr hier kommt, deswegen wir machen das 3D wieder und geblurrt, also das Blur-Zeige Ausgleich. Auf Position gingen wir wieder, was hatten wir, 100.000. 100, 1, 2, 3. Und ja, jetzt schalten wir wieder eine Sekunde. Das ist jetzt ein bisschen tricky, dass es vor 2 ist. Wegen gucken wir mal, ich denke mal hier. Ja. Ja, ich denke, das ist okay. Ja. Und gehen auf 0. Jetzt haben wir das. Und dann wieder ein paar Frames.
Und Pixel Pauli. Müssen wir wieder mit der Zeit ein bisschen voranschreiten, wann das denn kaputt gehen soll. Ungefähr hier. Und jetzt sehen wir, zerbröckelt das. Und auch nichts mit den Rändern, das ist alles ganz gut. So. Dann, also zerspringt das und ja, hier soll jetzt wieder das letzte Wort kommen. Heißt, wieder rein, wieder Text ändern, na, Text ändern, unseren Fall wieder sagt, danke. Und wieder in die Mitte schieben. Und speichern wir es. Anderen Pfad wieder. Danke. Überschreiben. Und rennen wir es wieder. Na Quatsch, rennen wir das Ganze. So gut, danke, ja. Und hat das. Dann gehen wir wieder zurück nach AE. Projekt, Doppelklick, öffnen war danke. Und danke ziehen wir dann unterhalb. Ach Quatsch, jetzt. Unterhalb von sagt. Ziehen wir das wieder so ein bisschen in die Mitte rein. Ja. Und gleiches Spielchen, 3D Blur. Und mit den Koordinaten wieder mal auf 100k, auf 10k, auf 100k, genau, 100, 1, 2, 3. Keyframe und jetzt wieder abschätzende Sekunde. Ich würde mal mehr wieder hier. Und auf 0. So. Dann gehen wir wieder ein paar Frames vor. Und hier soll es wieder zersplittern. Pixel Pauli. Und so. Und dann zerspringt es. Super. So, jetzt noch ein paar kleine Kleinigkeiten. Und zwar der Text kommt jetzt. Machen wir aber allerdings einen Blur rein. Weil wenn er halt kommt, so sieht er kein Text aus, der reingeflogen kommt. Der hat ja immer ein bisschen Verzerrung drin. Speichern wir mal ganz kurz mal. Projekt speichern. Und deshalb gehen wir unter na Schärfe. Also gehen wir mal Schärfe ein. Obwohl, nee, okay, gut. Gehen wir keine Schärfe ein. Das war dann Weichzeichner. Weichzeichner, radialer Weichzeichner. Gehen wir erst auf Logo. So, jetzt wollen wir das aber nicht so haben, wenn man das, dass es in die Tiefe geht. Das heißt, wir gehen mal kreisförmig nach strahlenförmig und drehen ein bisschen die Schärfe auf, somit dass es cool ist. Ich glaube mal so um die 25, 25. Ja, ist gut. Also gehen wir mal 25. Damit haben wir eine glatte Zahl. So. Dann Keyframe wird es hier, also machen wir auf der Uhr, klicken wir drauf und dann, na, bevor es so, na, Eidelänisch, also da kommt es angeflogen. Und wenn es da ist, na, wo, also hier ist es da, gehen wir vielleicht mal ein bisschen klein in Frames, ja, und da kommt es an, okay, da machen wir hier auf 0. Jetzt gehen wir aber nochmal einen Frame vor, weil sonst, wenn wir das jetzt so haben, seht ihr hier die Frames sind, also sind und es wird hingegen, es wird dann 0 und wenn es dann halt sichtbar wird, unser Text, dann ist der Blur leider schon weg und das sieht dann, leider bringt es dann nichts.
Und deshalb muss ich kurz unsere Stelle finden. Ja, hier. Okay, ungefähr hier. Also auf 9, 8, 9, 9, 0. 0, da. Und dann ziehen wir das hier nochmal kurz hoch auf, sagen wir mal, ja, 25. Und dann, wenn es halt steht, dann ist es für G von 0. Somit haben wir dann diesen Blur-Filter. Wenn es dann zerspringt, dann wollen wir auch, dass es blurrt wieder. Deshalb, wenn es halt versprungen ist, drehen wir wieder auf. Obwohl, nee. Dann, also, tun wir einen neuen Radial rein. Sag, da haben wir Logo. Weil. Na, das war so kein Blur. Das war kein Radial sogar. Okay. Nehmen wir einen schneller, weil von wegen schnell halt. Stärke. Ne, was war denn das für ein Blur? Bin ich denn doof? Eventuell Schärfe. Richtungsschärfe. Genau. Wenn wir da, dann drehen wir das jetzt mal die Länge auf. So. Und sowas brauchen wir halt. Wenn es halt zersplittert, dann haben wir sowas. Ist halt jetzt ein bisschen krass, aber. So auf 25, finde ich, passt es. Und deshalb, wenn es zersplittert, machen wir das dann Keyframe hier auf Länge. Und wenn es halt angekommen ist, wenn es halt noch fest ist, machen wir 0. So. Somit haben wir das erstmal. Dann kommt der nächste Text dran. Machen wir dasselbe. Ja, da. Logo sagt, fangen wir mal, also, gehen wir auf, wo haben wir Weichzeichner, Weichzeichner, Radiale, machen wir auf strahlenförmig, also erstmal 0. So, müssen wir gucken. Okay. Okay, machen wir hier 0. Stärke 0. Und wenn es dann da ist. Quatsch. Andersrum. Hier ist es Stärke 25. Und wenn es dann da ist, ist es dann Stärke 0. Und ungefähr ein Frame vorher ist es immer noch 25. So, delü. Und dann, bevor es zerbricht. Ja, weil es hatte sich gehabt. Bevor es zerbricht. Ja. Okay, ungefähr hier. Machen wir eine Schärfe, die Richtungsschärfe. Sagt.
auf 0. Hier dann 25. Ja, hier 25. So, und dann das letzte Danke. Danke. So, danke, wo haben wir es? Da. Da fängt's an. Machen wir, wo haben wir denn noch die Weichzeichner der Radiale? Nicht kreis, sondern wieder strahlenförmig. Nicht 25. Dann hier haben wir. Habe ich das nicht gekeyframed? Okay, so eine Stunde Tutorial ist halt echt anstrengend, Freunde. Also auf 25 Stärke Keyframe. Dann kommt er an. Und Keyframe auf 0. Ein Frame vorher, den Frame könnt ihr auch mit Bild runter einfach oder beziehungsweise Bild hoch könnt ihr eure. Also könnt ihr, ist so ein Shortcut, könnt ihr halt benutzen für die Frames. Ein Film vorher machen wir 25. So, dann zerspringt es gleich, bevor es zerspringt. Wieder ein Schärfe. Richtungsschärfe. Ist dann 0. Und wenn es dann soweit ist, ungefähr hier, wieder 25. So, jetzt haben wir es. Jetzt gucken wir mal, wie es denn ausschaut. Machen wir mal Play. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil den ganzen Blur und so dauert ein bisschen. Deswegen bis gleich. So, jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Okay, zip, zip und danke. Zip. Ich sehe gerade, das ist jetzt ein bisschen langsam animiert hier in der Hintergrund. Könnte eigentlich noch ein bisschen fixer sein. Allerdings sind wir jetzt gerade bei einer Stunde schon. Ich denke, das wäre so ein bisschen krass. Aber auf jeden Fall war es mit dem Tutorial. Ihr könnt es halt, wie ihr wollt, immer verändern. Den Hintergrund vor allem, ihr könnt Texte verändern, ihr könnt auch Farben verändern, ihr könnt eigentlich damit alles machen, was ihr wollt. Es war jetzt nur so ein kleiner Anregung mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt es ja trotzdem mal benutzen. War jetzt nicht allzu schwer. Jetzt ein bisschen halt ein bisschen Basic Tools drin. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächstes Mal kommt wieder irgendwas 3D-Modellierung dran. Das nächste Intro werde ich jetzt immer wieder bei Specials machen. Das heißt, das nächste Special wäre bei 5000 Abos, weil ich muss gestehen, jetzt mich darauf vorzubereiten. Das war schon ein bisschen krass, also hatte ich überhaupt keinen Bock drauf und irgendwie voll demotiviert. Aber auf jeden Fall, trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und bis dann. Hey Leute, David von iDesignish hier. So, jetzt zum zweiten Mal fange ich jetzt endlich dieses Tutorial an und ich hoffe, ich werde es dieses Mal fertig.